Ich bin so gerne bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post. In meinem Leben. Moin, Wolle. Bye-bye. Moin. So, nicht das Kanton der Wurst. Mein guter Rudi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Gesundheit, Frohsinn, Arbeit bis zum Umfallen. Und du weißt ja schon, Mensch, ich lass dein Geschenk zu Hause liegen. Ja. Sag bloß, du hast dran gedacht. Was ist es denn? Ich bring das morgen mit. Na, was es ist, kannst du mir doch heute schon sagen. Ja, du wirst schon sehen, Rudi. Nicht werde ich sehen, nicht werde ich sehen, du alter Schwindler, weil du nämlich ja kein Geschenk hast. Ich werde doch nicht den Geburtstag meines besten Freundes vergessen, Rudi. So, dann solltest du aber wissen, dass dein bester Freund nicht heute, sondern am 13. Juni Geburtstag hat. Na eben. Warum machst du so Öffres hier mit Sekt und Fischchenbrötchen? Fischchenbrötchen, nimm bitte zur Kenntnis. Das sind keine Fischchenbrötchen, sondern Hummer-Sandwiches. Echter Hummer? Mensch, der ist doch teuer. Kannst du annehmen. So, ist deine Erbtante gestorben? Wenn ich eine Erbtante hätte, würde die bestimmt nicht sterben. Was ist denn dann passiert? Sollten passiert sein, Wolle. Reschke will seinen lieben Kollegen mal was Gutes tun. Einfach so? Einfach so? Schnäbel, Rudi. Rudi, ich hab noch nie Hummer gegessen. Na dann, koste doch mal. Weißt du? Ich bin so frei. Doch nicht gleich ein ganzes Brötchen, Wolle. Die gibt's erst, wenn mäßig kommt. Zieh dir doch ganz vorsichtig ein Stückchen Hummer raus. Hummer? Ich muss schon entschuldigen, Rudi, aber der Hummer ist schlecht. Woher willst du das denn wissen? Ich denke, du hast noch nie welchen gegessen. Ja, so kann jedenfalls sowas nicht schmecken. Du. Wer weiß, was die wieder mehr verklappt haben. Du. Kannst du noch Hummer? Nee, ich weiß, wie der Hummer schmeckt. Ja, jedenfalls nicht nach Hummer. Naja, hat vielleicht einen kleinen Nachgeschmack, nicht? Ist was mehr für Feinschmecker. Ja, Fischchenbrötchen sind mir aber lieber. Du. Was hättet ihr denn gesagt, wenn ich euch zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum mit Fischchenbrötchen gekommen wäre? Oh mein Rudi, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Rudi, komm her. 40 Jahre Post. Mensch, Rudi, oh mein Gott. Große Gratulation und ein kleiner Trost noch mal, so lange musste. Ne? Ja. Sehr witzig, Wolle. Verstehst du nun, dass da Fischchenbrötchen nicht gehen? Mäßig hätte doch geglaubt, wir hätten keine Lebensart. Rudi, wir haben nicht keine Lebensart, wir haben eine andere Lebensart. Und Fischchenbrötchen machen uns mehr Freude als Hummer. Wolle, der Mensch lebt nicht zu seiner Freude, sondern gegen die Schandschnauzen einer lieben Mitmenschen. Und darum müssen wir beide durch den Hummer heute mal durch. Verstehst du? Ja. An Döner haben wir uns gewöhnt, an saubere Tischdecken haben wir uns gewöhnt, an freundliche Bedienung haben wir uns gewöhnt. Wir werden uns auch noch an Hummer gewöhnen. Moin. Simone, was willst du denn hier? Wieso bist du nicht in der Schule? Papa, du hast einfach von zu Hause ab, ohne Abschiedsküsschen. Wie viel? Was, wie viel? Wenn du mir so kommst, brauchst du immer Geld. Also, wie viel? Du solltest dich schämen, so von mir zu denken. 150. Wie bitte?
Heute wird das Fahrgeld für den Skiurlaub eingesammelt. Das habe ich dir aber gesagt, Papa. Ja, das hast du. Und ich habe dir das Geld hingelegt, Simone. Ich dachte, davon sollte ich mir einen neuen Skianzug kaufen. Aber du hast doch einen. Den alten von Mama aus der H.O.? Nee, Papa. Das kann ich dir nicht antun, dass die Leute sagen, so lässt Reschke seine arme Stieftochter rumlaufen. Ist ja gut. Hier, 50 Mark. Mehr habe ich nicht. Dann sei flexibel und pump dir wat. Hör mal, mein liebes Kind, ich pumpe nie, weil man Gepumptes irgendwann zurückgeben muss. Merkt ihr das bitte? Dann pumpt man sich eben wieder was. So läuft es heute. Die Banken machen mit Pumpen und Fahrpumpen Milliarden, nur du kommst nicht aus dem Knick. Also. Herr Stankowald, könnten Sie von meinem lieben Vater mal 100 Mark pumpen? Simone, entschuldige bitte, Wolle, also. Also Rudi, es tut mir leid, wir sind ein bisschen knapp, weißt du, wir mussten unser ganzes Geld neu anlegen, um diese Zinsabschlagsteuer abzuschlafen. Aber mäßig wird ja gleich kommen. Ich kann doch meinen Chef nicht anpumpen. Ja, du kriegst doch heute 800 Mark. Was? Na klar, wer 40 Jahre bei der Post ist, kriegt eine Urkunde, einen Blumenstrauß und 800 Mark Schmerzensgeld. Ach. 800 Mark? Na klar. Weißt du das genau? Ja, ja, der mäßig bringt dir das heute mit, das ist doch nur. Dann wartest du lange. Ich brauche aber eine Entschuldigung. Die Postschule will schließlich anständige und ehrliche Postler aus uns machen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du trollst dich sofort in deine Postschule. Ab durch die Mitte. Dann brauche ich eine Entschuldigung, weil du mein Fahrgeld nicht zusammenkriegst, weil es in Hummer und Sekt verjuckst. Hast du das gehört, Wolle? Von der Sorte habe ich drei. Wenn du uns nicht hättest, wäre dein Leben total öde. In deinem Alter braucht der Mensch was, worüber er sich ärgern kann, sonst läuft doch nichts mehr. Soll ich die Reisefrau mal fragen? Also und untersteh dich, ja? Ab in die Postschule, Simone. Wolle, und wenn ich mir das Geld aus meiner Postkasse borge, ist ja nur für ein paar Minuten. Ich lege einen Zettel rein, unterzeugen. Ja, mir ist alles gleich, was diese Schnapperbüchse aus dem Schalterrahmen entfernt hier. Also hier. Also du kannst einen in Verlegenheit bringen, wirklich. Hör doch mal ein bisschen locker, Papa. Tschüss, Herr Stankowald. Tschüss, Herr Stankowald. Die ganze Stolz sein, das merkt man, die ist nicht von dir. Wolle, und wenn die da oben mein Jubiläum doch vergessen haben? Da erinnerst du dich dran. Da kann ich die 100 Märke aber nicht wieder zurücklegen. Kannst dich beruhigen, mäßig kommt gerade. Ich sage dir, du, mit so einem Blumenstrauß, der hat mindestens 20 Mark gekostet. Du, da werden wir ihn gleich würdig empfangen. Morgen, Herrschaften. Morgen. Na, das gefällt mir. Schon vor Arbeitsbeginn Alkohol. Zu solchen Mitarbeitern kann ich mir nur gratulieren, Reschke. Oh, herzlichen Dank, Herr Mäßig. Und die schönen Blumen, die haben mindestens 20 Mark gekostet. Das war aber nicht nötig, Herr Mäßig. Ne? Die 800 Märker hätten gereicht, Rudi. Ne? Was fällt Ihnen denn ein? Die sind für Frau Felten. Frau Felten hat meiner Schwiegermutter eine Traumreise aufgeschwatzt nach Pua, für 14 Tage. Und es hat nicht mein Geld gekostet. Und deshalb bin ich der Frau Felten sehr dankbar. Oder haben Sie heute etwa Geburtstag? Nein, Herr Mäßig, aber ich habe... Na bitte also, an Geburtstagen drücke ich gerne ein Auge zu, aber ansonsten erwarte ich von Ihnen, dass Sie... Sag mal, wie laufen Sie eigentlich rum? Ja, wie laufe ich denn eigentlich rum? An Ihrem Hemd fehlt ein Knopf. Ach, das macht nichts, Herr Mäßig, den mache ich sowieso nie zu. Alkohol und Schlamperei führen unweigerlich in den Ruin. Herr Mäßig, wissen Sie, warum der Herr Reschke so ein bisschen liederlich rumläuft? Weil wir haben eben keine ordentliche Postuniform. In der Uniform, da wäre das doch ein ganz anderer Mensch, ne? Mit einem ganz anderen Überwertigkeitskomplex. Ne? Wenn da noch an der schönen Uniform noch was dran wäre, hier sagen wir mal, hier Goldknäppchen für jedes Dienstjahr, Goldknäppchen. Wie viele Goldknäppchen hättest du da jetzt, Rudi? Ab heute hätte ich 40 Goldknäppchen. 40 Goldknäppchen? Guck an, Rudi. Wie viele Goldknäppchen hätten Sie denn jetzt, Herr Mäßig? Das spielt doch keine Rolle. Na, was sagen Sie das nicht hier? Herr Mäßig, sagen Sie das nicht. So ein Goldknäppchen, das macht ganz schön was her. Na gut, ich hab Glück, ich bin von Natur aus eine stattliche Erscheinung, aber nehmen wir doch mal Sie. Ein bisschen Glanz könnten Sie auch gebrauchen, ne? Wenn wir bei der Post schickere Uniform hätten, dann könnten wir das ganze Geld fürs Militär sparen und in die Post stecken, zum Beispiel für kleine Anerkennung, wenn ein Mitarbeiter mal Jubiläum hat. Jubiläum hat. Ach,
würden Sie mich wohl bitte vorbeilassen? Herr Mäßig, es soll ja auch Chefs geben, die ihren Mitarbeitern immer zum Jubiläum gratulieren. Und wenn da der Groschen immer noch nicht gefallen ist, ich kann ja noch eins drauflegen. Hier stellen sich doch mal diesen Mitarbeiter einer schönen Uniform mit 40 Goldknäppchen. Unser Postamt, der Postamt Niederbürnige, das wird doch funkeln wie Las Vegas bei Nacht. Also wenn man so schrappig rumläuft wie Reschke, da helfen auch goldene Dienstknöpfe nichts mehr. Jetzt ist Schluss mit Ihren Tiraden. Also Herr Mäßig, Ihr Mitarbeiter kann sein, wie er will. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz am Grabe und zu Jubiläen kein schlechtes Wort über ihn. Also ich kann nicht finden, dass wir Reschke heute irgendeine Art zu Grabe tragen, Stankowald. Guten Morgen. Sind die Blümel für mich? Das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Ja, Moment, um Gottes Willen. Reschke, haben Sie etwa heute Dienstjubiläum? Rudi, jetzt hat er's. Ja. Mein 40-jähriges Herr Mäßig. In Stankowald, wieso haben Sie mir keinen Wink gegeben? Ich hatte keine größeren Zaunsfälle parat. Was? Ach, mein lieber Herr Reschke, also erst einmal meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Menschenskind, ist das jetzt peinlich? Also, wenn ich das eher gewusst hätte, dann hätte ich doch... Die 800 Mark mitgebracht? Eine kleine Rede vorbereitet, aber Blumen sind ja auch ganz hübsch. Moment. So, also, das hätten wir da. Darauf trinken wir erst mal einen. Ja. Trinken wir erst mal darauf, ja. Ja, auf unseren Rudi, ne? Und das in den 40 Jahren, dass er da immer an vorderster Postfront gekämpft hat, wenn ich mal das so sagen kann, wenn Sie geredet hätten, ja, nicht wahr? Und vor allen Dingen auch, dass in den Jahren nie was vorgekommen ist, hätten Sie jetzt sagen, wollten Sie ja nicht so. Ja, also 40 Jahre, mein Gott, Reschke, also ich verspreche Ihnen, und dafür mache ich mich auch bei der Oberpostdirektion stark, dass Sie nun endlich in den wohlverdienten Vorruhestand versetzt werden. Oh, vielen Dank. Nein, Herr Mäßig, das ist nicht nötig, das kann ich nicht verlangen. Ach, doch, Reschke. Nein, also. Herr Reschke, nehmen Sie meinen allerherzlichsten Glückwunsch entgegen und meinen Rat. Sind's nett zu sich, die anderen sind's eh nett. Gönnen Sie sich was, machen Sie schöne Reise. In Ihrem Alter kann jeden Tag der letzte sein. Im Augenblick schauen Sie verdammt grau aus. Plötzlich sind's weg und dann ärgern sich, dass nichts gehabt haben vom Leben, gell? Darauf stoßen wir an, zum Wohl. Ja, zum Wohl, auf unseren Rudi. Wenn ich Sie vielleicht jetzt mal einladen durfte, weil unser Kollege Reschke, der hat ein paar Hummerbrötchen spendiert. Sandwiches, Wolle. Hummer-Sandwiches. Hummer, Nobel, Reschke. Ach, Hummer, das ist meine Leidenschaft. Das haben Sie mit Chichi Fuyen gewürzt, gell, Herr Reschke? Chichi was? Chichi Fuyen. Das ist doch das neue Gewürz, was Sie aus Tibet mitgebracht haben. Ich habe nicht aus Tibet mitgebracht. Ja, genau, habe ich, genau. Pikant. Das Gewürz schmeckt leicht nach... faulen Eiern? Richtig. Wusste gar nicht, dass Sie Feinschmecker sind, Stankowald. Warum essen Sie denn nichts? Ja, ach, essen Sie mal. Wir haben schon so viel, wir haben uns den Hummer schon ein bisschen übergegessen. Ne, Frau Felden, in der DDR gab es ja damals nicht anders. Dann werden wir uns halt erbarmen müssen, gell? Ja, Frau Felden. Guck dir das an, Rudi. Das fressen die Wessis schamlos uns den ganzen Hummer weg. Na, ist doch auch ein Hummer-Sandwich, das Wolle. Mir schmeckt das denn nicht. Na, was jammerst du denn dann? Ja, das ist doch eine historische Ungerechtigkeit. 40 Jahre konntest du in der DDR nur von Hummer träumen und jetzt hast du ihn, da schmeckt er nicht. 40 Jahre hat's einen falschen Traum. Das kann ihn ganz schön fertig machen. Also Reschke, jetzt will ich aber mal oben so richtig Dampf machen, damit Sie heute noch Ihre offizielle Gratulation kriegen. Ja, und die Gratifikation, also die 800 Mark nicht vergessen. 800! Herr Reschke, kommen Sie mal mit. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt was zeigen. Ich habe was Passendes für Sie. Lassen Sie, Herr Reschke, Wolle. Kommen Sie mit. Aber ich muss an den Schalter, Frau. Schalten Sie mal ab, kommen Sie mit mir, ich zeige Ihnen was. Setzen Sie sich hin, Herr Reschke, Sie glauben gar nicht, Reisen ist so billig.
Ja. Für schlappe 3.999 Mark schaffe ich dem Herrn Mäßig seine Schwiegermutter für 14 Tage nach Pua Pua. Im Bus quer durch die Tropen. Ei. Bus mit Aircondition. So. Aircondition ist inklusive. Hm. Sieht da zirkt so, dass die Schwiegermama sich garantiert der Influenza holt und noch einmal für 10 Tage brach liegt. Ach so. Die Influenza ist auch inklusive. Jetzt warten Sie mal. Na, ach ich, ja, ich kann, weiß, ich muss, Herr Reschke, Sie ja, bleiben sitzen. Ich weiß, was ich Ihnen zeige. Ägypten. Ach, Ägypten ist heuer besonders günstig. So, so. Weil ein gewisser Schwund bei den Reisegruppen natürlich schon einmal vorkommen kann. Die Fundamentalisten, die sind heuer so schießwütig. Aber ich sag mir immer, wenn man alles so haben will wie zu Hause, dann braucht man nicht verreisen, gell? Ja, da haben Sie recht, ja. Deswegen haben wir es auch als Abenteuerurlaub ausgewiesen. Ist aber hübsch, ja. Und es wird speziell als Geschenk für rüstige Erbtanten sehr gern gebucht. Ja, wissen Sie, Frau Felten, im Urlaub möchte ich eigentlich mal so richtig ausschlafen. Sieh, da habe ich was Passendes so für Sie. Warten Sie einen Moment. Genau das Passende. So. Traumschiff. Nein, beim Traumschiff bin ich neulich schon eingeschlafen. Mit Herr Reschke. Herr Reschke, mit dem Traumschiff in die Arktis. Ach so. Da verpassen Sie auch nichts. Ah ja. Eis, nix wie Eis. Eis. Schauen Sie mal, die Schiffe, die haben sehr, sehr schöne Kojen. Was? Da können Sie quasi Winterschlaf halten. Auf Wunsch werden sie natürlich zu den Mahlzeiten geweckt. So eine Unverfrorenheit ist mir aber noch nicht vorgekommen. Bitte um Entschuldigung, Herr Mäßig, aber... Reschke, da rufe ich Ihretwegen die Oberpostdirektion an. Ich mache denen einen Einlauf, weil die angebliche Jubiläum vergessen haben. Und was muss ich erfahren? Und was müssen Sie erfahren? Es ist erst in 3 Jahren soweit. Ach, was ist denn in 3 Jahren soweit? Ihr 40-Jähriges. Nein, Herr Mäßig, ich habe genau nachgerechnet. Wer im Osten rechnen gelernt hat. Herr Mäßig! Am 30.01.1954 habe ich bei der Post angefangen. Sie können gar nicht am 30.01.1954 bei der Post angefangen haben. Dann hätten Sie nämlich heute Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Aber das habe ich auch, Herr Mäßig. Das haben Sie nicht. Doch, ich habe es. Sie haben nicht. Herr Mäßig, das muss er einfach haben. Sonst hätte der Geizknochen doch nie die Brötchen spendiert. Herr Mäßig, 1940 bin ich geboren. Mit 14 Jahren habe ich bei der Post angefangen. Bitte rechnen Sie doch mal nach. Einer muss sich irren. Die Oberpostdirektion oder Sie. Nun raten Sie mal, wer. Aber ich werde doch wohl wissen, wann ich geboren bin. Das bezweifle ich. Herr Mäßig, vielleicht wurde gewisser Prozentsatz an Dienstjahren für uns nur 1:2 umgetauscht. Ich habe eine ganz andere Vermutung, Stankowald. Reschke steckt wieder mal in Geldschwierigkeiten und wollte sich durch dieses Betrugsmanöver 800 Mark ergaunern. Also das finde ich ja mäßig. Bitte nehmen Sie das sofort zurück. Das muss ich mir nicht zu gefallen zu lassen, zu brauchen. Richtig, unser Rudi ist doch viel zu langsam im Denken. Ja, so schnell könnte der sich gewisse Westpraktiken gar nicht aneignen. Also diese Bemerkung über gewisse Westpraktiken, die nehmen Sie ganz schnell zurück, Herr Stankowald. Aber nur, wenn Sie die Bemerkung über Rudis Betrugsmanöver zurücknehmen. Noch nie in meinem ganzen Leben hat mir nur irgendjemand eine Unredlichkeit nachweisen können. Herr Reschke, jetzt glaube ich, habe ich was Passendes für Sie gefunden. Wissen Sie was, in Anbetracht Ihrer Situation schlage ich vor, wir buchen Bayern. Die gesunde Bergluft wird sich sehr beruhigend auf Ihre augenblickliche, sehr nervöse Konstitution auswirken. Ach, lassen Sie mich doch mit Ihren dämlichen Reisen in Ruhe! Ihnen werde ich's zeigen, Herr Mäßig. Ihnen werde ich's zeigen! Was ist denn, Rudi, wo willst du denn hin? Da kann doch gar nicht Vorrat fahren. Herr Mäßig! Jetzt haben Sie mir das Geschäft vermasselt. Hätten Sie nicht warten können, bis er unterschrieben hat. Manchmal sind meine lieben Ostposter wirklich unbeschreiblich dumm. Das ist sehr gut fürs Geschäft. Ja, aber schlecht für ein Amt, Frau Felten. Dann machen wir es halt so. Nehmen wir die Ossis fürs Geschäft und die Wessis für die Ämter. Dann geht die Rechnung auf. Will dieser Mensch die Post um 800 Mark prellen? Und wir essen auch noch seine Garnelenbrötchen. Also manchmal fühle ich mich wie Friedrich der Große, als er den Oderbruch kultivieren wollte. Guten Tag. Ist der Herr Reschke heute nicht da? Nein, momentan nicht. Können Sie mir dann 300 Mark auf mein Postsparbuch auszahlen?
Ja, wenn Sie so viel drauf haben, Frau Kaiser. Es sind sogar noch 600 Mark. So. Ja, bitte schön. Aber liebe Frau Kaiser, das ist ja ein Postsparbuch der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, das weiß ich. Ja, und Mark der DDR gibt's nicht mehr. Das Ostgeld will ich ja auch gar nicht. Ich will das 2:1 umgetauscht haben in Westgeld. Aber das Sparbuch ist doch längst ungültig. Warum sind Sie denn nicht eher damit gekommen? Na, weil ich es erst heute gefunden habe, zwischen den Unterhosen meines seligen Mannes. Wenn der Dussel nicht bei der Maueröffnung vor lauter Freude einen Herzschlag gekriegt hätte, dann wäre das ja nicht passiert. Mein Mann hat immer alles zum falschen Zeitpunkt gemacht. Das tut mir leid, aber das Sparbuch können Sie vernichten. Herr Mesig, 4 Jahre Bundesrepublik haben mich gelehrt, jeden Fahrschein aufzuheben. Dann tragen Sie wenigstens die Zinsen ein. Die nützen Ihnen gar nichts. Oh, falls es mal wieder anders kommt. Ich kann Sie beruhigen, Frau Kaiser, da kommt nichts anders. Werden Sie erst mal so alt wie ich, dann werden Sie wissen, wie oft es im Leben anders kommen kann. Ich kann Ihnen hier keine Zinsen eintragen. Ja, das konnte ich mir doch denken, dass Sie damit überfordert sind. Frau Kaiser, Ihre Blumen. Die übergeben Sie bitte Herrn Reschke mit den herzlichsten Glückwünschen zum 40. Dienstjubiläum. Frau Kaiser, da kann was nicht stimmen. Nach meinen Berechnungen hat der Herr Reschke sein Dienstjubiläum erst 1997. Naja, wer im Westen rechnen gelernt hat. Dann bringe ich die Blumen meinen Hubertchen auf den Friedhof. Der freut sich. Ja, grüßen Sie ihn schön von mir. Ich möchte mich beschweren. Herr Klatschbier. Ja, an meinem Briefkasten, da steht laut und deutlich keine Werbung. Einwerfen. Und was ist das hier? Das sind Briefe. Werbebriefe, Herr Mesig. Sind Ihre Postboten Analphabeten? Ja, aber Herr Klatschbier, diese Briefe... Werbebriefe. Diese Werbebriefe... Die sind doch an Sie adressiert. An Sie persönlich. Ja, das ist mir doch egal. Werbung bleibt Werbung. Und die will ich nicht. Mein Briefkasten ist meine Privatangelegenheit und da kann nicht jeder reinstecken, was ich nicht will. Und damit Sie sich das merken, da habe ich Ihnen diesen ganzen Mist hier wieder mitgebracht. Ja, aber ist denn der Reschke immer noch nicht da? Herr Stanko weit auch schon, ja? Also, mir fehlen die Worte. Das ist gut so, Herr Mesig. Wenn die Worte fehlen, sollte man schweigen. Diesen Osten werden wir nie zivilisieren. Sagen Sie mal, Herr Mesig, was soll denn das hier? Ich weigere mich, Werbung anzunehmen. Ja, wenn das nun jeder so machen würde. Das sollte jeder so machen. Die Werbung geht an den Absender zurück und wir kassieren doppelte Gebühren. Na, hin und zurück. Was denn, soll ich für die 371 Briefe etwa 371 Marken verwenden? Natürlich. Natürlich nicht. Sie schreiben auf jeden Brief unfrei zurück. Das Rückporto kassieren wir von den Firmen plus Einziehungsentgelt. Ich sage Ihnen, die Post wird boom. Im Gegenteil, Stanko, weil die Post wird pleite gehen. Die Versandhäuser werden nämlich nicht nur ihre Werbung ohne uns auf den Weg bringen. Und dann verlieren wir auch noch diese Einnahmequelle. Ach du lieber Otto. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, und ohne diese Quelle werden wir Arbeitskräfte abbauen müssen. Vielleicht auch Sie, Herr Stankoweit. Wieso denn mich? So, haben Sie das jetzt gehört, Herr Klatschbier? Bin ja nicht blind. Also bloß weil Sie so eine Werbeallergie haben, da muss ich büßen. Aber das eine sage ich Ihnen, ohne mir. Ohne mich? Ja, ohne Sie sowieso. Und das eine kann ich Ihnen sagen, wer die Werbung nicht ehrt, ist mein Postamt nicht wert. Mein Postamt, Stankoweit, immer noch meins. Vielleicht werden Sie noch vor mir entlassen. So, und warum sollte ich das? Ja, weil Sie hier solche Sorgenämter Wasserkopf sind. Das ist doch. Das verschlägt einem die Stimme. Ja, wenn die Stimme versorgt, quick grau. Das ist hier keine Post mehr, das wird immer mehr zu einem Irrenhaus. Ja, Sie geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Reicht's, Herr Mesig. Jetzt rufe ich an. Wen wollen Sie anrufen? Den Postminister. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Mit denen wäre ich gerade verbunden.
Ja, ja, Herr Geist, Herr Bötsch. Wie geht's denn so bei der Post weiter, Herr Minister? Ach, das wissen Sie auch nicht. Ja, wer weiß es denn dann? Niemand. Also der Bundeskanzler. Was, der ohne? Moment mal, bleiben Sie mal bitte dran. Einen kleinen Augenblick mal bitte. Ja. Herr Messig, was machen Sie denn? Hier wird doch nicht mitgeschrieben. Ich wüsste nicht, warum. Ja, ich wollte ja bloß sagen, wissen, weil Sie doch eine Frau haben. Und wer weiß, was die als Witwe mit ihrem brandneuen Aufzeichnung macht. Aber keine Angst, man gewähnert sich ja dran. Ja, Herr, ach, jetzt ist er, hat er aufgelegt. Ja, und noch ein schönen Arbeitstag wünsche ich dann. Herr Stankoweit. Herr Stankoweit, das war ein Privatgespräch und dieses Privatgespräch werden Sie bezahlen. Das waren 35 Einheiten, das macht mal 23 Pfennige. Das macht 141 Mark und 99 Pfennige. So viel nur gegen die Quittung. Nanu? DM 100 entnommen, Reschke. Hab ich's doch geahnt. Stankoweit, hier fehlt Geld in der Kasse. Ja, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich denke, wir alarmieren sofort die Polizei. Reschke, mit der Postkasse und Ihrem Privatfahrrad auf der Flucht. Die Fahndung muss sofort eingeleitet werden. Mensch, Kinder, jetzt wär's doch mal nicht albern, Herr Mäßig. Der Reschke hat sich die 100 Mark einfach mal geborgt, weil der hat gedacht, er kriegt heute die 800 Mark von Ihnen. Ja, die er sich auch ergaunern wollte. Betrug, Stankoweit. Betrug und Diebstahl. Und das ist erst die Spitze des Eisberges. Ich wage gar nicht daran zu denken, was da noch alles auf uns zukommt. Ne, nicht, Reschke ist doch kein Politiker. Oh, nee, Rudi, das kann doch nicht wahr sein. Wolle, entschuldige bitte. Ich bin 35 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren. Rudi, musstest du denn unbedingt mein Fahrrad nehmen? An der Kaufhalle steht doch nicht wirklich genug. Ja, aber deins war meiner Wut am nächsten, Wolle. Wolle, ich lasse es auch reparieren und wenn du willst, übernehme ich auch die Reparaturkosten. Wovon denn, Herr Reschke, wovon denn? Und wo kommen Sie jetzt her? Von zu Hause, Herr Mäßig, von zu Hause. Ich habe meinen Lehrvertrag geholt. Bitte, da können Sie es schwarz auf gelb lesen, dass ich 40 Jahre bei der Post war. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was heißt denn Bahnpost? Zeigen Sie mal bitte, Herr Mäßig. Rudi, du bist der Opfer der deutschen Einheit. Das weiß ich doch, aber wieso? Rudi, in den 50er Jahren hat doch die DDR die Bahnpost erfunden. Und da waren auch ein paar Postler dabei, die so die Züge abgefertigt haben. Ja, ich bin auch 3 Jahre bei der Bahn mitgefahren. Ja, und die 3 Jahre fehlen dir jetzt am 40-Jährigen. Wieso? Ne, weil die Bundesbahn behauptet, dass die Bahnpost mehr Bahn wäre als Post. Und wir sie nicht anerkennen. Und die Bundespost behauptet, dass die Bahnpost mehr Bahn wäre als Post. Und wir sie auch nicht anerkennen. Also, Klartext, die 3 Jahre kannst du auf dem Altar der deutschen Einheit opfern. Immer ich. Natürlich. Wieder mal ich. Da denkt der dumme Reschke, er hätte einmal auch seinen großen Tag. Und was ist es? Ich danke dir, Wolle. Wieder nur ein Flop. Du kannst ja in 3 Jahren wieder Hummer und Sekt spendieren, Rudi. Ja, also meine Herren, diese Angelegenheit wäre geklärt. Nun zu einer ganz anderen. Herr Reschke, Sie haben aus der Postkasse 100 Mark entwendet. Nee, Herr Mäßig, geborgt. Schuldschein liegt in der Kasse. Ach, und ich soll wohl diesen Schuldschein den Kunden als Wechselgeld anbieten? Das wäre wohl erledigt, ja? Mensch. Mensch, Wolle. Ich danke dir. Wo hast du denn so schnell den 100er her gehabt? Ja, vom Wirtschaftsgeld von meiner Frau. Oh, du, das gibt Ärger. Das kannst du wohl annehmen. Ja. Ich danke dir, Wolle. Weißt du was? Ich lade dich ganz groß zum Essen ein. Ja, wozu? Hummer-Sandwiches. Ich bin so gerne bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post.